Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Zwei ganz besondere Gäste haben wir heute. Der eine hat einen großen grünen Schnabel und der andere bringt ihn zum Sprechen. Herzlich willkommen, Eutrax und Patrick Martin. Hallo! 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 Zwei wundervolle Gäste heute. Wenn ich mit dir mal anfange, Eutrax, wie ist das denn so mit dem Patrick Martin zusammen? Na ja, manchmal ist er ganz erträglich. Oh, das ist das beste Kompliment, was ich je von ihm gehört habe. Manchmal ist er ganz erträglich. Und ich glaube, ganz früher war der Herr Martin auch mal im Kloster. Ist das so? Das war vor meiner Zeit. Da musst du ihn schon selber fragen. Das mache ich gerne. Herr Martin, Sie waren früher, sagt man Mönch, Sie waren, glaube ich, Kapuziner. Ist das ja, richtig? Kapuziner war ich, ja. Ja, ist aber schon eine ganze Weile her. Ja, das ist schon über 20 Jahre her. Über 20 Jahre her. Aber das wird man jetzt nicht so unbedingt auf den ersten Blick mit dem Bauchreden in Verbindung bringen. Oder war das irgendwie ein Weg, um das Schweigegelübde zu umgehen? Mit der Puppe in der Hand. Es gab kein Schweigegelübde, deswegen auch kein Grund, das zu umgehen. Aber er hat im Kloster nicht mit dem Bauch geredet. Ja, das stimmt. Und auch nicht mit dem Bauch gebetet. Also das kam alles erst nachher. Ja. Warum ging es damals ins Kloster? Da waren Sie auch noch einen Tacken jünger, ne? Ja, genau. Hat wahrscheinlich wilde Ideale und Ziele, oder wie war das damals? Ja, natürlich. Also die Liebe zu Jesus eigentlich und die, ich merke es natürlich auch heute noch und ich habe das ja nicht einfach so über Bord geworfen, sondern das ist schon auch mein Anliegen, ganz mit Jesus verbunden zu sein im Glauben und das Gebet, die Gemeinschaft, die Seelsorge, das waren dann halt so Sachen, die mich ins Kloster geführt haben. Hatten Sie denn immer schon so ein bisschen so ein Faible für die Bühne auch? Oder? Ja, in gewisser Weise schon. Im Kindergarten zum Beispiel hatte ich schon Auftritte gehabt und in der Schule dann natürlich auch. In der zweiten Klasse ist er sitzen geblieben. Nee, das war heute im Zug. Ach so. Ja. Also, also so mit Schauspiel hatte ich eigentlich schon immer ein bisschen zu tun gehabt und mit Comedy. Und dann habe ich gedacht, es wäre klasse, mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen und bin dann auf Eutrax und das Bauchreden gestoßen. Das war dann aber nach der Zeit, wie Eutrax gerade ja auch schon gesagt hat. Ne? Genau. Also du hattest keine braune Kutte damals an? Nee. Da warst du noch und nicht. Kein Zeit auch. Nichts. Noch gar nichts. Keine Kapuze auf. Und immer schon so schön orange-schwarz gewesen. Und einen großen Schnabel, aber auch schon immer gehabt. Oder? Ja. So gehört sich das auch. Bin ich stolz drauf. Warum hat das damals nicht gepasst mit dem Ordensleben? Das ist natürlich schwer in kurzen Sätzen zu sagen. Zunächst mal muss ich sagen, dass ich viel vom Ordensleben gezehrt habe und dass es eine ganz tolle Zeit war. 3 Jahre war ich im Orden und dass ich immer noch viel davon zehre. Jeder Orden hat Nachwuchsmangel. Bei den Kapuzinern war das schon noch mal ein bisschen extremer. Und ich hatte befürchtet, dass ich später mich mehr um Verwaltungssachen kümmern muss als um Gebet, Gemeinschaft, Seelsorge. Und da habe ich gedacht, bevor ich die Gelübde ablege, gehe ich lieber raus. Ist dann aber auch ein schwieriger Weg, oder? Wenn man einmal eingetreten ist und so das Leben dann noch 3 Jahre, ist ja auch eine lange Zeit, mitgelebt hat. Ja, also es ist jetzt nicht so, die Kapuziner, die sind ja nicht so hinter Klostermauern verschlossen, dass man sich draußen nicht mehr zurechtfindet. Aber man merkt schon, man vermisst vieles. Also viele sagen, man verzichtet auf viele Sachen im Kloster, das stimmt sicherlich auch. Aber man verzichtet auch, wenn man aus dem Kloster wieder rausgeht, auf viele Sachen. Ja. Zum Beispiel? Was ich jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr gewonnen habe, das ist, dass ich mehr das Psalmengebet wieder pflege. Da merke ich, dass mir das so richtig Auftrieb gibt und mir richtig hilft. Ich habe auch schon Psalmen gedichtet. Gedichtet? Ja, gedichtet. Na, lass mal hören. Ja, also Gott ist mein Nest. Er ist wie eine Glucke, die auf dem Nest sitzt. Und nicht hütet, die Eier ausbrütet. Deine Vergleiche sind vielleicht ein bisschen schräg. Den Vögeln angemessen. Ja, es ist vielleicht manchmal auch ganz sinnvoll, Psalmen selber zu dichten, die auf die eigene Situation passen. Aber ich merke schon, dass in diesen 3000 Jahren von dem
von dem Psalm gebeten, die der Psalm durchgemacht hat sozusagen. Und durch wie viele Münder der schon gegangen ist. Jesus hat ja auch die Psalmen gebetet. Und die verschiedensten Lebenssituationen, alle Ängste, alle Freuden, alle Wut, aller Zorn, alles ist darin enthalten. Und es tut einfach gut, wenn man daraus lebt. Ja? Und im Kloster ist es halt so, dass man im Gegensatz wie ich mag das immer nicht so, Kloster und die Welt, das ist so ein krasser Gegensatz, ja, ist es ja nicht, aber man begegnet halt dauernd irgendwelchen Werbesprüchen, hört die immer wieder und immer wieder oder hört immer wieder und immer wieder irgendwelche Slogans. Und im Kloster hört man halt immer wieder das Wort Gottes. Ja. Und es ist halt toll, wenn man so daraus lebt, ja. Wenn das Wort Gottes im Kopf rumgeht. Das war nicht immer so ganz heilig. Also wir haben natürlich auch das Wort Gottes immer mal verdreht und nicht so schöne Sachen draus gemacht. Aber es war einfach der Alltag. Es war das, die Lebenswelt, in der man gelebt hat. Ist das dann schwer, so in der Welt, in Anführungszeichen, das dann in seinen Alltag zu integrieren? Das muss man sich schon freischaufeln. Das ist auf alle Fälle schwerer, ja, auf alle Fälle. Und das sind dann so Momente, wo ich merke, ah ja, man verpasst auch was und man vermisst auch etwas, wenn man nicht im Kloster ist. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass ich bin total glücklich, so wie es jetzt ist, ne? Und ich würde jetzt mich auch nicht zurückwünschen. Aber es hat immer so beide Seiten, egal welchen Weg man geht, man verzichtet halt auf einen anderen Weg. Ist immer so. Und das sind dann auch positive Dinge, die Sie jetzt auch mit hinübergenommen haben in Ihr jetziges und heutiges Leben. Ja, ja, eben. Das wird auch Ihre Frau freuen zu hören, dass Sie ins Kloster zurückkommen, die ja auch Eutrax in deinem Leben eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, die Frau vom Herrn Martin. Ja, die hat eine ähnliche Rolle gespielt, die dieser Gott da für ihn. Ja, in gewisser Weise schon. Also Eutrax ist erschaffen worden von meiner Frau. Ah. Ja, ja. Dann ist sie schuld. Ja. Das hat sie aber sehr gut gemacht, möchte ich mal sagen. Eutrax, du bist sehr gut. Danke schön. Sehr gut geraten. Ich gebe das Kompliment da weiter. Ja. Du bist da auch ganz gut geraten. Naja, man tut, was man kann, ne? Ist ja auch nicht deine Schuld, ne? Hast dich ja nicht selber gemacht. Nee, das war jemand anders, genau. Frag mich nochmal in 20 Jahren, dann sieht die Sache vielleicht nochmal ganz anders aus. Spuren des Lebens. Spuren des Lebens, die ja da mit Falten und mit so Geschichten hast du ja weniger zu tun, oder? Falten weniger. Federausfall. Federausfall und du bleichst wahrscheinlich manchmal ein bisschen aus oder so, wenn du zu lange in der Sonne liegst. Mir noch nicht passiert. Das ist gut. Dass es dir nie passieren möge. Sie führen ein richtiges Künstlerleben, kann man sagen. Ja, heute, oder? Weil meine Frau ist nicht nur Puppenbauerin, sondern die ist auch Kabarettistin. Sie tritt auf als Clara Scheibele. Die Sakralraumpflegerin. Hört sich schwäbisch an. Ja, das ist sie auch. Also sie kommt aus dem Schwabenland und da schwäbelt sie dann natürlich in ihrem Programm auch ein bisschen rum. Und je nachdem, ob sie jetzt in Hamburg ist oder im Schwabenländle, hat das Schwäbische mehr oder weniger große Rolle dabei. Das heißt aber auch, Künstlerleben ist jetzt ja kein 0815, 9-to-5-Bürojob oder so. Ne? Das reizt sich schon so ein bisschen, auch frei zu sein. Und auch das Klosterleben bei aller Einschränkung bringt ja auch eine gewisse Freiheit mit sich. Ist das? Es ist jetzt weniger das, dieses freie Leben, was mich reizt. Es ist eher das Spiel auf der Bühne, Menschen was mitzuteilen. Lachen ist auch ein kleines Evangelium. Ja, natürlich. Und das ist natürlich eher das, was mich daran reizt. Es hat natürlich Vorteile, dass man seine Freizeit teilweise frei gestalten kann. Naja, durch den Frank geht das auch nicht immer so ganz leicht. Ja, wir haben noch einen Sohn, okay. Der muss in die Schule und von daher sind wir da natürlich auch angebunden. Aber auch das macht Spaß. Und, aber es stimmt schon, wir sind eher eine ungewöhnliche Familie. Sie sind dann ja auch aufs Ganze gegangen. Also es ist kein Hobby, sondern Sie machen das richtig beruflich. Ja. Oder Eutrax. Oder hast du noch einen anderen Beruf? Ich? Nö. Keinen anderen Beruf. Ja, und wenn wir uns um die Vögel kümmern müssen, dann
Ist Arbeit genug, ne? Ist das Arbeit genug, genau. Die Glaubensvermittlung oder das Evangelium weiterzugeben, ist aber auch noch ein wichtiger Teil, oder? Ja, also es ist so, dass fast die Hälfte meiner Auftritte im kirchlichen und im christlichen Bereich sind. Und ich denke auch die anderen Auftritte, da ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt das Evangelium verkünde bei den Auftritten, sondern da denke ich eben, ich stehe als Christ auf der Bühne und vermittle jetzt nicht direkt eine christliche Botschaft. Aber auch da bei diesen Auftritten ist es so, dass die Zuschauer gut wegkommen sollen dabei, dass ich keinen Schweinkram bringe und dass es eigentlich eher eine positive Botschaft ist, die ich dann weitergebe. Das wollte ich sagen. Aus dem Kölner Karneval zum Beispiel kennt man das ja doch durchaus, dass da niveaumäßig schon recht tief operiert wird, gerade bei diesen Bauchrednernummern. Das ist nicht Ihre Sache. Das ist nicht meine Sache, ganz genau, ja. Ist das auch aus Ihrem christlichen Grundverständnis heraus? Oder? Ja, ja. Also es ist halt sehr einfach, mit irgendwelchem Schweinkram die Leute zum Lachen zu bringen und später merken dann aber die Leute, dass es eigentlich gar nicht so komisch war, ne? Sondern dass sie nur gelacht haben, weil es peinlich ist. Ja. Es gibt zwar auch ein paar Sachen, die sowohl peinlich als auch lustig sind, aber das sind die wenigsten und darauf kann ich dann auch noch verzichten. Ist es auch schon schön, Sachen über die Puppe sagen zu können, die man so vielleicht auch nicht sagen könnte oder würde, oder? Ja, ja. Es ist vor allen Dingen sehr spannend, Sachen aus der Sicht von der Puppe zu sehen, also aus den Augen von ihm. Und das sind große Augen. Ja, genau. Ja. Also ich habe verschiedene Puppen und da ist es immer so, die haben halt so einen Charakter, der nicht immer so ganz angenehm ist, außer ich... Wenn man so jemanden als Nachbar hätte, dann würde man sich wahrscheinlich aufregen darüber. Außer bei mir. Ich weiß nicht. Aber dadurch, dass man sich in so einen Charakter reindenkt, wird dieser Charakter plötzlich liebenswert. Und jede Puppe hat irgendwie einen liebenswerten Charakter, obwohl sie teilweise nervig sind. Außer mir. Ja, ja, ja. Also du bist nicht liebenswert, Eutrax, oder was wolltest du sagen? Nicht nervig. Ach so, da habe ich dich gerade falsch verstanden. Liebenswert. Liebenswert. So, genau, so bist du nämlich auch gerade rübergekommen, habe mich schon gewundert. Gut. Okay. Und das verleitet einen auch dazu, mal wirklich solche Charaktere mit anderen Augen zu sehen. Also Nachbarn, die einen vielleicht nerven oder irgendwelche Personen, mit denen man öfters mal zu tun hat und wo man denkt, naja, die sind mir nicht so ganz angenehm, aber wenn man es plötzlich mit anderen Augen sieht und aus der Sicht von diesen Personen, dann wird alles erträglicher. Sie stehen jetzt aber nicht zu Hause am Fenster, gucken in den Nachbarsgarten mit Eutrax an der Seite und schimpfen über den Nachbarn, oder? Nein, 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 nein. Zum Glück haben wir auch gute Nachbarn. Und man muss wahrscheinlich auch keine gespaltene Persönlichkeit sein, um ein guter Bauchredner zu sein. Bisschen schon. Bisschen schon, ist das so? Sagen wir mal so, man kann, es kommt ja nichts aus einem raus, was nicht in einem drin ist. Und von daher tut es auch manchmal ganz gut, irgendetwas aus sich rauszulassen, was sonst nicht so ganz ans Tageslicht kommt. Ja, also verschiedene Charakterteile, die sonst vielleicht eher brach liegen, kommen dann plötzlich raus. Ans Tageslicht. Die guten Seiten, die ich zum Beispiel. Nur die guten Seiten. Ja. Für die Nervigen sind ja die anderen Puppen zuständig, genau. Habe ich gerade gehört. Sehr gut. Da gibt es ja nicht nur den Eutrax. Was sind noch sonst noch so für Hauptdarsteller in Ihrem Programm? Ja, ich habe noch Rasputin. Das ist mein etwas nerviger Chef. Aha, der ist nervig. Ja, der gibt mir immer Anweisungen, weist mich immer zurecht. Einen zerstreuten Professor habe ich zum Beispiel noch. Vergiss nicht die sprechende Bibel. Ach ja, die Bibel. Genau, ich habe ja auch eine Bibel hier. Bibel. Wo hatte ich die denn jetzt? Eutrax, hast du die weggemacht? Ja, hier unten hatte ich sie hingelegt. Warte, ich trinke sie dir. Ja, danke schön. Ja, das ist meine Bibel, die habe ich halt immer dabei. muss man schon. Ich brauche da eine Brille, ne? Das, diese Bibel da. So, jetzt. Oh, jetzt habe ich die falsche Brille auf. Jetzt ist die falsche Brille. Ich wollte jetzt wirklich, gerade weil ich bei Bibel TV bin, wollte ich doch auch mal was aus der Bibel lesen. Ja. Aber
Ich denke, der gute Wille zählt. Ich habe wirklich die falsche Brille eingepackt. Ich wollte wirklich was aus der Bibel lesen. Ja. Bist du sicher? Was war das denn? Ich, deine Bibel. Huch. Endlich spricht mal die Bibel zu uns und das auf Bibel-TV. Ja? Ja, hat dich die Heilige Schrift noch nie angesprochen? Nicht persönlich. Schade, sollte sie aber. Mich persönlich ansprechen? Ja, klar. Eieiei. Was hast du denn zu sagen? Also, ich lese jetzt vor, ja? Ja, okay, lies vor. Also, aus dem Matthäus-Evangelium. Ja, was auch immer. Okay. Sammel dir keine Schätze hier auf Erden, Patrick? Patrick? Ja, so heißt du doch, oder? Ja, aber mein Name kommt doch in der Bibel nicht vor. Wenn du sie liest, kommt dein Name sehr wohl vor. Uiuiui, mein Name in der Bibel. Ja. Also dann erzähl mal weiter. Sondern sammel dir Schätze im Himmel, wo weder Motten sie zerfressen noch Diebe einbrechen, um sie zu stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Uiuiui, ich die Bibel so persönlich anspricht, wird es hier fast unheimlich. Aber ich glaube, es tut manchmal ganz gut, sich so persönlich ansprechen zu lassen. Gar keine Frage, aber ein bisschen gruselig war es schon gerade, muss ich schon sagen. Sie geben auch Kurse, oder? Ja. Bauchrednerkurse. Genau. Da gibt es schon Leute, die das auch lernen wollen, oder? Ich bin immer total gespannt, was für Menschen alles Bauchreden lernen wollen. Das ist immer sehr, sehr bunt gemischt. Also die Hälfte sind vielleicht welche, die das für die Bühne wollen. Die andere Hälfte sind zum großen Teil Pädagogen, also Lehrerinnen, Erzieherinnen und sowas. Und Therapeuten sind auch einige dabei. In welchem Bereich kann man das da einsetzen? Naja, manche Sachen erzählt man einer Puppe lieber als einem Menschen. Oder ja, es ist tatsächlich so. Also viele Sachen lassen sich einfach leichter rauslocken. Ist das im Kinderbereich dann oder auch bei Erwachsenen? Nicht nur. Also es kommt natürlich dann auf den Typ von dem Bauchredner in dem Falle drauf an. Ja, die einen können halt besser mit Kindern und die anderen besser mit Erwachsenen. Das trifft sowohl auf Lehrer zum Beispiel zu. Also ist nicht nur Grundschule, das ist auch meinetwegen Hauptschullehrer waren auch schon da. Ja, wenn die das gut vermitteln können mit der Puppe, dann ist das sehr ansprechend. Oder eben auch Seminarleiter, Managementseminare und so weiter lassen das durch die Puppe sagen. Und in der Therapie ist es auch so, es gibt welche, die mit Kindern was machen oder auch Klinik-Clowns, ne, die, ja. Die sowas dazu nehmen. Aber es gibt auch welche, die das für Erwachsene machen, dass sie zum Beispiel eben auch diese verschiedenen Seelenteile zu Wort kommen lassen, ja? Dass sie die Person spiegeln quasi, die in einem Konflikt ist, ja, und wo man das mal auseinandernimmt. Ja, der Teil spricht für die Sache, der Teil spricht dagegen, um dann eine Entscheidung zu treffen vielleicht oder so. Also das wird dann auch so diese Ebene des Komischen und des Lustigen dann auch durchaus verlassen und dann wird es auch ernst, oder? Ja, das kannst du sowieso. Also ich denke, Bauchreden ist, ja gut, es wird immer erwartet, dass es was Witziges ist. Und deswegen sind meine Shows ja auch witzig und meistens mache ich witzige Sachen. Aber es ist zum Beispiel, ich führe auch den kleinen Prinz als Bauchredner-Theater auf. Das ist zwar jetzt nicht bierernst, aber das ist kein Comedy-Stück, ja. Und um auch zu zeigen, dass es auch für Schauspiel, für Theater eigentlich möglich ist, Bauchreden einzusetzen. Man kann ja zum Beispiel die Gedanken hören lassen. Auch das kann natürlich witzig sein oder zum Konflikt führen, weil die Gedanken ja manchmal was anderes sind als das, was man ausspricht. Ja. Um jetzt mal diese Ebene zu verlassen, es ist auch durchaus, wenn man ihnen gegenüber sitzt und der Puppe, es hat diesen komischen Aspekt, aber es hat auch so ein bisschen was Unheimliches, weil man ja irgendwie mit zwei Personen irgendwie sich auseinandersetzt, aber es ist ja, dann doch eine, ja, das ist schon, irgendwie, ja. Bringt einen schon so den alltäglichen Erwartungshorizont ein bisschen durcheinander auf jeden Fall. Genau. Kann das denn jeder lernen?
Ja. Das Bauchreden? Oder ist das eine besondere Begabung? Nein, nein, das kann eigentlich jeder lernen. Also es gibt den einen oder anderen, der das ein bisschen schneller hinkriegt als der andere. Aber das Ergebnis ist eigentlich gleich. Also rein die Technik vom Bauchreden kann jeder lernen. Ich habe auch ein bisschen eine eigene Technik entwickelt, dass es wirklich ganz frei einzusetzen ist, dass man sich vorher nicht so viel Gedanken drüber machen muss, was kann ich sagen, was nicht, sondern dass wirklich alle Laute ganz deutlich und klar ausgesprochen werden können, dass man nicht unbedingt das wiederholen muss, was die Puppe gerade gesagt hat, um es wirklich zu verstehen. Und das kann jeder lernen. Jeder, der mir garantiert, dass nach den Kursen ein bisschen weiter geübt wird, muss gar nicht so viel sein, aber dass man einfach dabei bleibt, dem kann ich garantieren, dass er Bauchreden kann. Also, dass das lernt. Wie lange gehen die Kurse dann? Die Kurse selbst, also der Grundkurs Sprechtechnik, sind eigentlich nur 3 Tage. Wo man also intensiv sich mit der Sprechtechnik beschäftigt, was natürlich dann in Aufbaukursen mit der Spieltechnik, Sketche aufbauen oder Regie für Sketche, Puppenspiel erweitert und so weiter, das kann man natürlich dann immer erweitern noch. Und da gibt es natürlich schon welche, die mehr Talent dafür haben und andere, die weniger Talent dafür haben. Aber jetzt zum Beispiel ein Therapeut oder ein Pädagoge muss ja kein Talent dafür haben, auf der Bühne stehen zu können und das gut rüberzubringen, sondern er muss pädagogisches Geschick haben oder ein Therapeut eben therapeutisches Geschick und braucht deswegen wieder andere Fähigkeiten. Aber die reine Technik vom Bauchreden kann jeder lernen. Ja. Sie bereiten sich ja im Moment auch auf ein geistliches Amt vor. Sie auf die Diakonweihe nämlich, ne? Sind auf dem Weg zum Diakon. Ich mache gerade ja einen Kurs zum Diakonat, ja, weil ich noch ein bisschen intensiver wieder in der Heimatgemeinde natürlich mitarbeiten möchte und auch so mich ein bisschen mehr einsetzen möchte, auch dadurch bin ich eben wieder ein bisschen stärker zu dem Psalmengebet gekommen, von dem ich schon erzählt habe. Und das kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Die Psalmen, die bereichern mein Leben so stark, das ist einfach unglaublich. Schließt sich für Sie da auch so ein bisschen ein Kreis? Ja, könnte man so sagen, ja. Also es war ja jetzt nicht so, dass dazwischen eine Todzeit war, sondern es war dann einfach so die Erfordernis auch ein bisschen da. Das heißt, dass der Pfarrer mich angesprochen hatte, ob das nicht eine Möglichkeit, ein Weg für mich wäre. Und wo ich dann überlegt habe und natürlich mit meiner Frau gesprochen, ob das denkbar ist auch für sie, dass sie das mitträgt. Und für die war das auch kein Problem. Ja, und so sehe ich, dass das ein sehr schöner Weg ist, den Glauben nochmal vertieft zu leben und weiterzugeben. Da ergeben sich bestimmt auch sehr gute Schnittmengen dann mit Eutrax, der jetzt gar nicht mehr da ist. Aber der hört uns bestimmt. Eutrax? Ja. Der ist schon noch da. Was hast du denn die ganze Zeit unter dem Tisch gemacht? Ich war ein bisschen beleidigt. Beleidigt? Eutrax, da wird der Herr Martin wird bald Diakon. Hast du das auch mitbekommen? Ja. Da musst du ihn aber ordentlich unterstützen in der Gemeinde auch. Ich stehe auch gern Diakon. Ja? Das geht aber nicht. Warum? Du kannst die Stola nicht tragen. Vögel. Die nehmen keine Vögel. Das ist ja Diskriminierung. Ja, finde ich auch. Da muss er aber mal zum Bischof gehen und dem mal Bescheid sagen. Ja. Aber besser erst, nachdem Herr Martin geweiht ist, dann kann er sich da nicht mehr. Der war sogar schon auf Gott sauer. Ja. Auf Gott? Ich verstehe das einfach nicht, warum Gott Mensch geworden ist. Und kein Vogel? Genau. Er hätte doch ein Vogel werden können. Warum muss er unbedingt als Mensch aus dem Ei schlüpfen? Fürchterlich. Aber das ist ungerecht, oder? Das ist schon ein bisschen ungerecht, aber es gibt ja auch noch zum Beispiel Christi Himmelfahrt und da kannst du dich ja vielleicht auch ein bisschen mitfreuen. Weil ihr fahrt ja auch immer, fliegt zum Himmel hoch oder so. Ja. So ein bisschen. Ist das dann auch dein Fest? Ja, zum Beispiel. Wir unterhalten. Der Heilige Geist wird sogar manchmal als Vogel. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst? Ja, wo ich es sage, ne? Als Taube. Hast du einen guten Draht zu Tauben dann auch, oder? Ja, mehr zu Grünschnädeln. Ist auch viel schöner. Unterhalten wir uns nach der Sendung nochmal drüber. Unsere Zeit ist nämlich schon abgelaufen. Oh. Das ging fix. Ging schnell. Herr Martin Eutrax, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Bei uns zu Gast bei BibelTV das Gespräch. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Das heißt BibelTV das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.